Wir sehen hier den Steve Streff, unser Teampilot, der startet mit seiner Kampfmaschine, das ist ein PS Model Swift. Den wir mit unserem Programm haben. Und wir sehen hier mit dem 14S, das geht schon richtig gut. Und der Steve zeigt euch jetzt ein bisschen was. Erstens, was dieses irre Modell kann. Es ist, wie gesagt, ein PS-Model Swift. Viele von euch haben das auch schon gesehen, wissen auch, dass das eine wahnsinnige Performance hat, das Modell. Und wie soll es anders sein? Wir haben natürlich auch einen Impeller von uns eingebaut mit der maximalen Performance. Der wird an 14S betrieben. Das Modell wiegt 8,3 Kilogramm. Der Impeller hat unbedingt Schub. Jetzt könnte man denken, es geht an senkrecht. Nein, es geht nicht an senkrecht, aber fast. Ich denke, wenn man ein bisschen Anlauf nimmt, ein bisschen Schwung, kommt man da schon auf 200 Meter senkrecht raus. Vielleicht kann uns das der Steve kurz mal demonstrieren. Ich frage ihn mal, während er fliegt. Steve, kannst du bitte mal Anlauf nehmen, hier über die Bahn vollkacheln und dann ziehst du mal hoch, so weit wie es geht. Schauen wir mal, das wird mich auch interessieren, was passiert. Wie hoch kommen wir da? Jawohl, und jetzt senkrecht hoch. Ja. Ja? Okay. Ja, das war schon ganz gut. Ach, da war ein Raum gefüllt, wunderbar. So, ich bin jetzt ruhig. Ich habe euch ein bisschen was erzählt darüber. Jetzt schauen wir uns das an. Ja, das ist schon toll. Ein Vorteil natürlich dieser Impeller, dieser Club-Impeller von uns ist, ihr könnt natürlich im Sichtbereich schön tun. Ne? Es ist natürlich ein anderer Segelkunstflug, als man das so kennt mit dem Höheabtouren. Es ist ein bisschen aggressiver natürlich, ja, wenn wir einen Antrieb dabei haben. Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man das aus der Nähe alles sehen kann und kann hoch und runter fliegen, wie man möchte. Und der Vorteil natürlich an sowas ist, du fliegst halt wieder hoch, nachdem du unten rum gebrannt bist, ja, und kannst trotzdem wieder segeln. Was wir hier jetzt sehen, ist natürlich ein Hochkacheln. Ja. Warum machen wir das? Weil ja, es interessiert halt keine Millionen der Thermikreisen. Aber im richtigen Leben ist es natürlich so, dass du mit so einem Klappenpeller von uns natürlich vom Boden startest, fliegst auf Höhe und dann suchst du dir erstmal Thermik mit dem Segelflugzeug. Ja, das war der Sinn daran. Oft kann man nicht starten, hat keinen Schlepper am Platz. Mit Nasenantrieb ist auch kompliziert, brauchst ein anderes Fahrwerk, dann hakt das Ding im Boden ein und fliegt der Propeller weg und so weiter. Haben wir hier ein 14S, 12.000 mAh und jetzt Achtung, der Impeller zieht 220 Ampere. Ja, Leistung kommt halt nicht von nichts, sondern muss halt Leistung entstehen. Steve hat hier wunderschön gelandet, sogar eingedreht zum Publikum. Dein Applaus, Steve.